Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Alarmexperte, heute für Heidelberg. Mit dem Thema, welche Alarmanlage ist die beste fürs Haus? Herzlich willkommen bei einer neuen Expertenrunde hier bei Alarmexperte mit unserem Marco. Grüß dich. Hallo. Marco, wir haben heute eine Frage auf den Tisch bekommen. Welche Alarmanlage ist die beste fürs Haus? Kannst du uns dazu was sagen? Ja, sehr gern sogar. Im Normalfall ist es so, dass der Kunde für sich entscheiden muss, wie hoch ist sein Sicherheitsbedürfnis, okay, welchen Aufwand will er betreiben. Mhm. Weil wir haben ja selbstverständlich zwei verschiedene Systeme von Alarmanlagen. Wir haben einmal die kabelgebundene Alarmanlage, okay, was natürlich, wenn mein Haus schon 10, 15 Jahre benutzt wird oder steht, dann nachträglich noch Kabel verlegen, ist immer sehr schwierig und mit einem sehr, sehr hohen Aufwand verbunden, okay, natürlich auch mit Kosten. Dann gibt es die wesentlich einfache Variante mit einer Funkalarmanlage. Mhm. Das muss halt, wie gesagt, der Kunde für sich selbst entscheiden. Und dann natürlich, inwieweit möchte er sich selbst absichern. Das bedeutet, möchte er eine komplette Außenhautabsicherung mit Innenraum, mit Feuer, mit Panik, mit Wassermeldern, alles, was das dazugehört. Okay. Oder ob er sagt, naja, ich möchte nur mein Erdgeschoss absichern und eben die Gefahrenbereiche im OG, bedeutet, wo man beispielsweise leicht hochsteigen kann, auf einen Balkon oder aufs Vordach oder auf einen Carport. Okay. Das sind so die wichtigsten Eckpfeiler, die man vorher mit sich selbst ausmachen müsste. Okay. Also ich erkenne schon an der Komplexität deiner Antwort, so eine richtige Allheilmittel-Alarmanlage gibt es eigentlich gar nicht. Leider. Es muss eigentlich immer ein Experte vor Ort sein, sich das anschauen, was sind die Gefahrenpunkte und dann eben mit dem Kunden entscheiden, wie ist das Sicherheitsbedürfnis, wie ist vielleicht auch das Preisempfinden des Kunden und danach eben entscheiden. Genau, also generell ist es natürlich immer von Vorteil, wenn man einen Experten zur Hand hat, nicht nur um ein Konzept zu erstellen, okay, sondern natürlich auch für den Einbau, weil man kann vieles richtig machen, aber leider Gottes auch noch mehr falsch. Okay. Und natürlich, was soll im Nachgang passieren? Bedeutet, wenn ein Alarm ausgelöst wird, bekomme ich nur selbst die Meldung, werde ich von der Alarmanlage angerufen, was ehrlich gesagt nicht zu empfehlen ist. Okay. Empfehlung ist immer eine Aufschaltung an die Leitstelle. Okay, also unsere Empfehlung, ganz klar, holen sich einen Sicherheitsexperten vor Ort, der mit Ihnen gemeinsam das Optimale für Sie herausfindet. Danke, Marco. Sehr gerne. Klicken Sie jetzt auf alarmexperte.de und Sie erhalten weitere Informationen und eine kostenfreie Beratung.